Das war 2009. Da habe ich mich über ein paar Dinge in meiner Heimatstadt Heilbronn aufgeregt. Und beziehungsweise da auch schon 2008 und habe dann den Gemeinderat angeschrieben, weil ich gedacht habe, da muss man was tun. Und speziell ein Mann von den Grünen hat gesagt, ich möchte gerne, dass du mit deiner Kompetenz und deiner Empörung und deinem Gestaltungswillen als Frau dich einmischst. Und das hat bei mir so ein bisschen getriggert, weil ich ja schon auch der Meinung war, Frau sollte sich mehr in die Politik einmischen. Als ich 2009 in den Gemeinderat kam, da waren es, glaube ich, 10 Frauen von 40 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, also 25%. Das hat mich schon erstaunt, ja, weil 50% oder mehr als 50% der Bürgerinnen und Bürger in Heilbronn sind Frauen und die sind dann im Gemeinderat einfach unterrepräsentiert. Die Frauen der anderen Parteien, wo ich dann sozusagen reinkommen bin, die haben mich sehr freundlich aufgenommen. Die haben auch gesagt, wenn was ist, wir unterstützen dich über Parteigrenze hinweg. Das hat mir echt gut getan und gut gefallen. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht unbedingt auf Schwierigkeiten gestoßen, weil ich eine Frau bin. Aber ich habe mich schon am Anfang gewundert, wie unterschiedlich doch das Herangehen von Männern und Frauen an politische Themen ist. Ich möchte Sachen immer gewiss wissen, bevor ich sie raushaue. Ich möchte den Dingen wirklich auf den Grund gehen. Und das ist natürlich was sehr Aufwendiges. Und dann denke ich immer, genüge ich? Und ich glaube, diese Frage stellen sich Männer weniger. Das ist meine Erfahrung in der Politik. Das heißt nicht, dass Männer nur Müll sprechen, um Gottes Willen, ja. Aber ich glaube schon, dass die Dinge auch einfach mal raushauen. Und das ist natürlich was, was im Politikbetrieb auch ankommt, sage ich jetzt ein Stück weit. Und wenn Frauen sowas machen, es gibt auch Frauen, die sind hands-on, ja, dann heißt es oft, das höre ich ja, oh je, so ein Flinteweib oder was schwätzt die für einen Käse? Bei Männern wird es aus meiner Sicht mehr akzeptiert. Letztens hat mein Kollege zu mir gesagt, ha Mädle, das fand ich dann mutig. Das hat er nicht böse gemeint, ja, aber das fand ich nicht in Ordnung. Ich bin kein Mädle und ich bin nämlich auch nicht so. Aber das sind dann schon so Dinge, da blickt man dann auch schön rein, wie die einen traditionell sehen. Also ich war dann von Beginn an im Verwaltungsausschuss und im Jugendhilfeausschuss und im Bildungsausschuss. Das sind alles Ausschüsse, die schon ziemlich wichtig sind für die Entwicklung einer Stadt. Also eigentlich bin ich studierte Diplom-Verwaltungswirtin. Ich komme aus der Verwaltung. Das war natürlich auch was, was mich im Gemeinderat ein Stück weit vorangebracht hat. Denn ich kann eben Bilanzen lesen, ich kann auch mit diesen harten Fakten sozusagen umgehen und bin nicht nur eine Frau für die weichen Themen. Und das hat mir, glaube ich, sage das jetzt einfach so, auch einen gewissen Respekt von Kolleginnen und Kollegen eingebracht. Und da müssen wir als Frau auch sehr, wie soll ich sagen, aufpassen bzw. auch Abwehrschlachten führen, weil die männliche Kollegen, die denke schon immer, ja, im Sozialausschuss und ein bisschen Bildung und so weiter, ja, wird man gerne ein bisschen abgeschoben. Und wir können Fakten, wir können Bilanz, wir können Bauer, ja, und da würde ich auch Frauen ermuntern, einfach auch sich denen Themen anzunehmen. Das ist schon eine sehr große Herausforderung. Wir haben jetzt im Gemeinderat zum Beispiel beschlossen, weil wir auch jüngere Menschen im Gemeinderat haben wollen, dass wenn jemand in einer Sitzung sein Kind nicht betreut kriegt, die Sitzungen sind mittags um 3, ja, oder gehen sie los, dass dann die Stadt Heilbronn da ein Budget hat dafür, dass man da jemanden dann bezahlen kann dafür. Das sind so kleine Schritte. Oder auch wenn jemand in Pflegeverantwortung ist für Eltern, gibt es jetzt bei uns die Möglichkeit, dass man sagt, in der Zeit, wo man dann im Gemeinderat ist, ist jemand beim zu pflegenden Familienangehörigen. Das sind so kleine Schritte, wo man zu einer besseren Vereinbarkeit kommt. Ich bin unheimlich viel unterwegs, auch in dieser Stadt. Also ich gehe zu Veranstaltungen, weil was ich ganz großartig finde, ist, wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren oder wenn sich Menschen überhaupt engagieren. Und wenn die mich dann einladen, zu Veranstaltungen zu kommen, wenn ich es irgendwie einrichten kann, mache ich das. Ich nehme wirklich ernst, was Menschen tun. Es gibt
Dinge, die liegen mir jetzt nicht so nah. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel würde ich sagen jetzt ein Angelverein. Ja? Das ist jetzt einfach was, das verstehe ich nicht, warum man angeln geht. Dennoch weiß ich, dass in Angelvereine, Fischereivereine zum Teil großartiger Zusammenhalt stattfindet. Da gibt es Jugendarbeit, die Menschen engagieren sich für was, die machen Festler, die machen Veranstaltungen, die sorgen sich um die Wasserqualität und so weiter und so fort. Ich will damit sagen, egal ob das jetzt für mich das Richtige wäre, schätze ich in ganz vielen Vereinen, dass sowas gemacht wird. Eigentlich war es auch wieder so, dass Kreis hat mir eine Suche-Kandidatin. Ja. Aber da war ich natürlich schon in der Politik seit mindestens 1,5 Jahren, Kommunalpolitik unterwegs. Und da war mir schon klar, ich möchte an Themen arbeiten. Und viele Themen werden auf kommunaler Ebene geregelt, aber vieles eben auch nicht. Es war dann schon so das Interesse dran, auf einer in Anführungszeichen weiter entfernter oder höherer politischer Ebene mich auch einzubringen. Und deshalb die Kandidatur. Im Landtag als Frau hatte ich im Grunde das gleiche Thema mit mir selber, als ich zum ersten Mal eine Rede halten sollte. Das ist natürlich noch ein ganz anderes Auditorium und auch da habe ich mich wieder gefragt, kann ich das? Und natürlich kann ich das. Die Kolleginnen können das alle auch. Und da bin ich davor, habe mich umgeschaut und habe gedacht, ja, und jetzt hört ihr mir zu.